Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich begrüße euch. Egal, wo ihr gerade seid, feiert mit. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. So steht's im Hebräerbrief im 3. Kapitel. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Tagespsalm heute ist Psalm 119. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seinen Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich? Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung. Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Amen. Ihr Lieben, der Predigttext für den heutigen Sonntag, der steht im Markus-Evangelium im 4. Kapitel. Da heißt es, und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Amen. Ihr Lieben, ist ja gerade erst Februar, aber der Hobbygärtner und auch der Landwirt bereitet sich natürlich jetzt im Augenblick schon darauf vor. Was wird gesät, was wird gepflanzt, was soll geerntet werden? Wie sieht es denn bei euch damit so aus? Habt ihr den grünen Daumen? Also wie weit gehen eure gärtnerischen Fähigkeiten? Gehört ihr zu denen, die auch die schwindsüchtigste Zimmerpflanze aus der Verwandtschaft wieder aufpäppeln und aufpäppeln können? Oder die im Garten mehr Auswahl an Essbarem und Blühendem haben als die Obst-, Gemüse- und Blumenabteilung in einem Großmarkt? Oder seid ihr vielleicht eher so wie ich, der meistens nach dem Grundsatz lebt, wenn mir die Pflanze nichts tut, dann tue ich ihr auch nichts. Es gibt aber auch Leute, die betreten einen Raum und dann geht in ihrer Anwesenheit die erste Zimmerpflanze sofort und zusehends ein, einfach nur, weil sie da sind. Naja, hier bei uns auf dem Land ist das Wissen rund um den Landbau ja immer noch ganz ordentlich verbreitet. Noch gibt es genug Menschen und vielleicht sogar immer mehr, die sich noch daran erinnern können, dass Gärtner nicht einfach bloß ein Hobby war, sondern die tägliche Nahrungszufuhr sicherstellte. Es gibt auch Menschen, die das heute wieder vermehrt für sich in Angriff nehmen. Vielleicht gerade auch eine Lehre aus Lockdown-Zeiten, aus Zeiten, wo man eben doch mehr auf sich selbst zurückgeworfen ist. Unser heutiger Alltag kommt sicherlich ohne eigenes gärtnerisches Engagement aus. Aber jede und jede von uns kann den fundamentalen Unterschied zwischen Gekauftem auf der einen Seite und Selbstproduziertem auf der anderen Seite deutlich herausfinden. Es ist eben was anderes, ob ich jetzt selbst Arbeit und Zeit und Geld in ein Produkt wie eine Tomate oder eine Kartoffel oder einen Apfel gesteckt habe. Wenn ich hinaus in den Garten gehe und Kräuter, Gemüse oder Obst hereinbringe, dann schwingt doch da auch immer Stolz mit auf das Selbstangebaute
Und gleichzeitig habe ich ein ausgeprägtes Gefühl vom Wert dieses Nahrungsmittels, das ich da in meiner eigenen Hand halte. Also ich weiß ja nicht genau, wie es euch damit geht, aber ihr Lieben, ich denke, dass man von dem, was man selbst angebaut hat, auch sehr viel weniger was wegwirft, als das, was man einfach billig schnell beim Discounter gekauft hat. Ihr könnt ja mal das Experiment machen und mit Kind oder Enkel oder Urenkel oder vielleicht sogar einfach mal selber ein bisschen Kresses Samen auf feuchtem Löschpapier heranziehen. Und dann ihr werdet sehen, dass ihr entweder selbst oder euer Kind stolz drauf ist, was es da gemacht hat, dass es den Wundern der Natur etwas näher gerückt ist und wahrscheinlich zum allerersten Mal, wenn es jemand Kleineres ist, in seinem Leben freiwillig was Grünes isst, einfach weil selbst herangezogen. Das macht eben einen deutlichen Unterschied. Zu erleben, wie aus einem Samen etwas Lebendiges wächst, ist eine ganz menschliche Grunderfahrung. Und weil es eine Erfahrung ist, die jeder Mensch schon mal gemacht hat oder Großstadtmenschen aufgepasst, zumindest gemacht haben sollte, dann wählt Jesus schon vor 2000 Jahren dieses Beispiel aus. Quer durch das Markus-Evangelium, aber auch bei Matthäus und Lukas versucht Jesus, seinen Zuhörern zu erklären, was denn eigentlich das Reich Gottes ist. Wir versuchen das heute immer noch zu erklären und auch mit dem Wissen unserer Zeit und unseren Vorstellungen zu füllen. Was ist das Reich Gottes? Das ist ja nicht ganz so einfach, denn da gehören einige Aspekte dazu. Außerdem ist die Vorstellung natürlich auch leicht misszuverstehen. Jesus hat ja keine Wikipedia-Artikel geschrieben. Der hat es ja im Dialog entwickelt. Und diejenigen, die es dann aufgeschrieben haben, haben das vor ihrem geistigen Auge ja wieder durchgespielt. Was ein Reich im weltlichen Sinne war und ist, das wussten die Menschen auch damals. Im jüdischen Israel sehnte man sich sehr zu König Davids Reich zurück. Sehnte sich zurück nach altem Glanz und Gloria und Ruhm, zu einer florierenden Wirtschaft und dem Gefühl, etwas darzustellen in dieser Welt. Was die Gegenwart damals eben nicht war. Sie kannten in ihrer Gegenwart das Römische Reich, für damalige Vorstellungen unendlich groß und verwirrend, aber auch mächtig und brutal in der Art und Weise, wie da Besitzansprüche und Herrschaftsansprüche durchgesetzt wurden. Zudem bedeutete die Herrschaft der Römer, also Nichtjuden, ja eine gewaltige theologische Herausforderung für das gesamte Judentum. War der eigene Gott gar nicht so groß und so mächtig? Oder im Gegenteil, er strafte sie für ihren Ungehorsam, wie es ja schon Generationen von Propheten ihnen gesagt hatten. Jedenfalls zeigt dieser Vergleich, was man sich von Gottes Reich erhoffte. Die machtvolle Herrschaft Gottes, die für Recht und Gerechtigkeit sorgt, die Leiden ihrer Zeit beendet und, wenn es bitte geht, auch die Römer ordentlich bestraft. Es war jedenfalls die Hoffnung vieler Juden zur Zeit Jesu. Jesu Hoffnung und Vorstellung? Nein, war das nicht. Denn diese Vorstellung seiner Zeitgenossen ist letztlich ziemlich weltlich. Es ist eben nicht das Paradies, sondern bloß ein beinahe kindlicher Traum vom Herrschen, vom jetzt will ich auch mal Chef sein, jetzt will ich auch mal bestimmen, was wir hier spielen. Und das Ganze noch transzendiert, also nicht durch unsere eigene Anstrengung war die Vorstellung, sondern Gott soll das bitte mal machen. Und das ist ja die Vorstellung, die sich dann auch am Palmsonntag bahnbrechen wird, wenn die Menschen in Jerusalem Jesus wie einen Feldherrn und König begrüßen. Sie wissen schon, Palmzweigen winken und alles, was dazugehört. Die Menschen hofften schlicht und einfach, dass er nichts anderes täte, als ihre eigenen Rache- und Herrschaftsträume zu verwirklichen und die Römer aus dem Land zu jagen. Und Jesus sieht es eben deutlich anders. Und da entsteht dann natürlich auch der Konflikt mit seinen Zeitgenossen. Er steht selber damit schon in der Tradition seines Cousins Johannes. Sie wissen schon, Johannes der Täufer. Auch der sagte ja, jeder Einzelne von uns muss wieder mit Gott neu anfangen. Man kann sich nicht verstecken hinter einer Volksvorstellung und denken, man ist schon abgesichert gegen alles.
Und mit Johannes ist Jesu Botschaft deutlich anders als die Erwartungen seiner Mitmenschen. Sie sagen, das Reich Gottes ist Gottes Art und Weise, die Welt zu verändern. Und zwar mit jedem einzelnen Menschen zusammen. Du kannst dich bei der ganzen Sache nicht raushalten und gleichzeitig fordern, dass Gott den Job schon machen sollte. Das Reich Gottes fängt bei jedem Einzelnen an und deshalb kann man sich auch nicht mehr hinter dem Volk oder einem Herrscher verstecken. Und das ist doch eine erheblich reifere Vorstellung von der ganzen Sache, findet ihr nicht? Und dann ist die Idee natürlich auch, dass das Reich Gottes nicht an einem Tag nicht da ist und am nächsten ist es da, sondern es wächst. Jesus sagt, dass das Reich Gottes längst schon am Werden ist. Ein zartes Pflänzchen, um im Vergleich zu bleiben. Man muss nach ihm suchen. Sensibel muss man sein, empfindlich dafür, um es überhaupt wahrzunehmen. Für Jesus ist aber klar, in all den guten Taten, die Menschen trotz allem doch füreinander tun, in der Sorge und Liebe füreinander, kann man die Anzeichen für das beginnende Gottesreich bereits in dieser Welt erkennen. Für meine Drittklässler habe ich gerade ein Video dazu gedreht. Könnt ihr euch anschließend noch anschauen. Ist auf meinem Kanal. Blinde sehen, Lahme gehen und den Armen wird die gute Nachricht gepredigt. So lässt er es Johannes ausrichten. Die Anzeichen sind schon da. An anderer Stelle sagt er, das Reich Gottes sei mit dem Kommen des Frühlings zu vergleichen. An feinen Veränderungen merkt man, dass der Winter vorbei ist und es wieder Grund gibt zu hoffen. Auf Leben, auf Liebe, darauf, dass alles gut wird. Diese Vorstellungen holen uns ja ziemlich genau da ab, wo wir im Augenblick persönlich wie gesellschaftlich stehen, mitten in der Pandemie. Wir haben auch Hoffnung, dass der Frühling kommt, in realem, aber auch in übertragener Weise. Wir hoffen drauf, dass es wieder losgeht mit ganz vielen Dingen. Ganz konkret, was uns am Leben erhält, wo so viele Menschen nicht arbeiten dürfen, weil es manchmal zu gefährlich ist. Aber auch zwischen den Menschen, jeder Einzelne hofft drauf, mal wieder jemanden zu umarmen, den man einfach nur irgendwo trifft. Leute zu sich einzuladen, zu Einladungen zu gehen, kulturelle Ereignisse wieder zu erleben. Viele leiden darunter, dass sie ihren Beruf gar nicht ausüben dürfen. Aber alle leiden darunter, dass Gewohntes nicht möglich ist. Und da ist es halt jetzt auch gar kein Problem, dass Jesu Predigt schon beinahe 2000 Jahre her ist. Denn die Hoffnung ist genauso wie das Gewissen etwas sehr Persönliches, etwas sehr Individuelles. Unsere menschliche Hoffnung ist doch immer bezogen auf unser ganz konkretes Leben. Ja? Ihr wünscht euch was anderes als ich. Eure Ehepartner wünschen sich schon was ganz anderes als ihr selber. Ja? Das ist einfach ganz persönlich. Und unser Leben besteht ja auch darauf, dass wir zwischen diesen Wünschen irgendwie vermitteln und es irgendwie organisieren, dass es zusammenklappt. Und da entsteht dann ja auch ganz viel Neues draus. Die Hoffnung hält uns da am Leben. Die Hoffnung auf das Reich Gottes hält uns ausgerichtet auf etwas, das größer ist als unser Leid, größer als unsere Probleme und größer als unsere Zweifel. Wenn es in diesem kurzen Gleichnis also um das Kommen des Gottesreiches geht, dann geht es eben um ein zartes Pflänzchen, das jeweils in eurem und auch in meinem Leben klein aufgeht. Es ist eure Hoffnung auf das Reich Gottes und es ist meine Hoffnung auf das Reich Gottes. Es ist unsere je individuelle Hoffnung auf ein Ende von Leid und Streit, ein Ende von Krankheit und Verfall, ein Ende von Krieg und Terror und ein Ende dieser Pandemie natürlich. Alles, was uns jetzt bedrückt, auch im Lockdown. Und diese Hoffnung, nun ja, die ist uns geschenkt. Und in diesem Gleichnis kann man wieder mal sehen, es verhält sich eben halt auch zwischen diesen Polen. Gott wirkt und wir dürfen auch ein bisschen wirken. Und unser Anteil ist manchmal hart erarbeitet. Aber erst wenn beides zusammenkommt, dann wächst es so richtig. Die Gnade, dass es überhaupt wachsen kann, die kommt von Gott. Und diese Hoffnung, ihr Lieben, die wir empfinden, die lässt uns doch so manches tun. Sie lässt uns lieben und helfen, einander beistehen, tatkräftig unterstützen, gute Worte, gute Taten, ganz viel Kreativität, gerade in den letzten 12 Monaten, unglaublich. All das kommt
Und an all dem sind wir auch beteiligt. Manchmal gilt es auch einfach nur auszuhalten, bis die Zeiten wieder besser werden. Nun ja, so wünsche ich euch allen und auch mir selbst, dass wir von diesem Geist der Hoffnung getragen werden in unseren eigenen Taten und unser eigenes dahin zutun, dass wir füreinander da sein können und dass wir eines Tages auch vereint sind im Reich Gottes. Ihr Lieben, Gott segne euch. Amen. Ihr Lieben, lasst uns miteinander beten und Fürbitte halten. Barmherziger Gott, wir danken dir für jedes einzelne Wort, das von dir zu uns kommt. Wir danken dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, auch heute im Jahr 2021, auch wenn unsere Ohren manchmal noch gar nicht richtig bereit sind dafür. Lass uns nicht unverändert bleiben, wenn wir deine Stimme hören. Lass uns innerlich neu werden, aufgeweckt und engagiert. Lass unsere Gemeinde nicht unverändert bleiben, sondern nach deinem Wort leben, dass wir ein offenes Ohr haben für die Sorgen und Nöte der Menschen. Wir bitten dich, lass unsere Dörfer nicht unverändert bleiben, dass dein Wort verkündigt wird Tag für Tag. Lass alle, die in ihrer Verantwortung sich einsetzen für andere Menschen, für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit, lass die gesegnet sein. Wir bitten dich, Gott, lass unsere Welt nicht unverändert, in der deine Botschaft verkündigt wird. Hilf, dass ich Friede ausbreite, dass Krieg und Terror ihre Macht beraubt werden. Lass uns alle auf dein Wort achten, dass wir zum Leben gestärkt werden. Und alles, was uns bewegt, im Alltag, ganz tief im Herzen, in Hoffnung und in Leid, legen wir in das Gebet, das dein lieber Sohn Jesus Christus uns selbst gelehrt hat. Legen wir in das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, eine kleine Vorankündigung. In unseren Gemeinden, in der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau, also auch hier in Biblis, Wattenheim und Nordheim, wird in diesem Jahr ein neuer Kirchenvorstand gewählt. Also einer in Biblis, einer hier in Nordheim. Kandidatinnen und Kandidaten haben sich gefunden. Schon mal denen vielen Dank. Auch vielen Dank den Kirchenvorständen, die bisher die Geschicke bei uns die ganze Zeit gelenkt haben. Wir wählen jedenfalls dieses Jahr im Sommer neu. Demnächst werden wir die Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal veröffentlichen. In Gemeindebriefen könnt ihr es dann nachlesen. Es wird Plakate geben und wir werden wählen im Sommer. Wir haben uns dieses Jahr dazu entschlossen, dass es eine reine Briefwahl gibt. Ihr kriegt also alle, die wahlberechtigt sind, ab 14 nach der Konfirmation ist jeder wahlberechtigt in unserer Kirche, bekommt ihr Wahlunterlagen zugesandt und die füllt ihr daheim aus in aller Ruhe, werft sie in den nächsten Briefkasten und auf diese Art und Weise findet dieses Jahr bei uns das alles nur als Briefwahl statt. Ist für euch bequemer von zu Hause und für uns einfacher, auch was Hygiene und Ansteckungsgefahr zu managen angeht. Ja? Also da sind wir alle miteinander auf der sicheren Seite. Mehr Informationen in der nächsten Zeit. Bitte achtet darauf, wenn es kommt. Ihr Lieben, lasst uns nun miteinander in die Woche, die vor uns liegt, gehen, unter dem Segen Gottes geschenkt uns und für uns auch zum Weitergeben an unsere Mitmenschen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.